Ja, moin Pyrus, willkommen zu einem neuen Unboxing. Dies ist ein Sponsoring-Paket von den Florian. Der hat auch einen YouTube-Kanal, heißt Pyro Bayer, glaube ich, wenn ich es jetzt richtig ausspreche. Könnt ihr gerne mal vorbeigucken, abchecken, lädt auch Unboxings hoch, demnächst auch Testvideos. Ich öffne jetzt einfach mal das Paket. So, nachdem ich jetzt kurz unterbrechen musste und die Position gewechselt habe, weil mein Handy geladen werden muss. Das ist übrigens die Folie, die mit in den Papier war, falls ich in der Frachtwasser so viel Folie macht. Ja, werde ich jetzt die Sachen auspacken. Wie gesagt, habe ich ja, glaube ich, von wem ich die Sachen bekommen habe. Genau, wir fangen einfach mal mit dem fettesten Ding an. Das ist eine Batterie. Die X oder X-Show, 16 Schuss. 20 mm Kaliber, 128 Gramm, 20 Sekunden. 16 Meter irgendwie und dann nochmal 25, keine Ahnung. Mein Englisch ist nicht so gut, dass ich das jetzt verstehe. Wie erwähnt, Klasse 2. Ja. Sieht bestimmt schon mal schön aus. Achso, und ja, so sieht das übrigens aus, wie die Dumbum. Wie heißt die? X-Shape oder irgendwie sowas? Die sieht auch so aus von den Anrichtungen der Abschussröhre her. Genau, dann habe ich als nächstes den Diplasio Elio Glide Cobra 2. Ja, wir haben 30 Stück drin. Jeder hat 0,3 Gramm. Ja, hier steht es, 9 Gramm insgesamt. F2 Zulassung. Aussehen tut das ganze Ding so. Ja, so lila, leicht pinkfarben. Pink, leicht lila, so rum. Ja, seltsame Farbe. Lunte lang genug. Verarbeitung gut. So, dann kommen wir zu Granat. TP16, 6 Stück enthalten. NEM und Klassezulassung ist 27 Gramm. Hier oben. Und NEM, ja, genau, Klasse 3, so rum. Ja. Aussehen tun die so, die habe ich schon aufgeschnitten jetzt gerade alle mal. Ja. Sieht aus wie eine Granate, man kann bis nach hinten hindurch gucken. Also bis hier hinten hin eigentlich zu dem Kopf. Ja, genau. Hat 4,5 Gramm NEM, glaube ich, pro Stück, ja, genau, und sehen halt aus wie kleine Granaten, deswegen heißen die auch so. So, mache ich mal wieder zu, pack die mal hier hin, so, dann, ja, die großen Kaliber kommen noch, haben wir Tupowski UDA, 4 Stück, ja, TP12, UNO 336, Klasse 3, hier aus Hunan, ist das nicht da, wo Corona herkommt, NEC 20 Stück, ja, man hat es gerade schon gesehen, da läuft die ganze Suppe raus, so sehen die aus, ja, ich kann ja mal hier mit dem Finger gerade, ja, 5 Gramm pro Stück, wie erwähnt, natürlich wieder sehr überdimensioniert große Böller, damit die Unerfahrenen gleich denken, da sind wieder 60, 70 Gramm oder so drinne. Wir kommen jetzt aber zu einem, der um die 60 Gramm hat. Das sind 54 Gramm auf die ganze Packung. Der Torpic TP4 in der Kategorie P1 mit jeweils 4,5 Gramm NEM. Hier sieht man es. Ja. Wie erwähnt, P1, hier die Rückseite. 54 Gramm. Genau. Kann also jeder erwerben, der 18 Jahre alt ist. Was nehmen wir denn als nächstes? Genau, dann nehmen wir mal noch hier diese Packung. Schön von unten rauspulen. Der Delovarana. Ja, der Baby Delovarana eher. 20 Gramm auf 4 Stück, glaube ich, sind da drin. Also 5 pro Böller. Die sehen so aus. Ja. Leicht kaputt hier oben schon. Hatte ich auch selber noch nicht. Ich kenne sie nur aus Videos. Da waren die, ja, ganz okay eigentlich. So. Dann kommen wir zu einem Kategorie 1 bzw. F1 Artikel von Dumbum. Der Dumbum Rotate, also Bodenwirbel. Hat 40 Gramm meines Wissens nach, glaube ich. Ich gucke gerade mal, ob ich das hier finde irgendwo. Da ist es. Man erkennt es jetzt hier hinter nicht, aber da oben ist 40 Gramm. Genau. Habe ich mir größer vorgestellt, ehrlich gesagt. Also nicht von der NEM-Anzahlgröße, sondern einfach so vom Aussehen größer. Dann kommen wir zum Megatresk, 10 Stück. Ja, Kategorie 3, 1 Gramm pro Stück. Hatte ich ja schon mal in einem anderen Unboxing die Teile. Werde ich jetzt also nicht auspacken.
Dann kommen wir zu einem weiteren P1-Artikel mit ca. 2 Gramm, oder ja 1,9. Ja, so ein granatenähnliches Ding hatte ich auch noch nicht. Na, man zieht hier oben wohl die Schnur dann raus und wirft es dann weg und dann knallen die. Hab's jetzt auch nur im Video gesehen. Ging sogar von der Lautstärke her. Genau. Dann habe ich aus der Kategorie 3 die Smilik. Denkt man, dass das Smiley heißt auf Polnisch. Würde nämlich Sinn machen wegen den Smileys hier. F3, wie viel NEM drin sind, weiß ich leider nicht. Kann ich nichts zu sagen. Die Lunte ist ziemlich kurz, meiner Meinung nach. Ja, also zumindest nur wenig außerhalb der Packung. Ja. Dann kommen wir zum... Ah, hier habe ich noch einen kleinen Artikel. Ja.